Wenn es ein ungeschriebenes Gesetz unter Krypto-YouTubern gibt, dann ist es das, dass wenn der Preis von Bitcoin steigt oder wie wir Krypto-YouTuber es auch nennen, explodiert, dann ist man dazu verpflichtet, ganz oft das Wort Bulle, Bullen, Bären, Bär in den Mund zu nehmen während dem Video und aktuell der Fear und Greed Index auf einem Level, das so hoch ist, was wir zuletzt, glaube ich, im November letzten Jahres gesehen haben. Und für den aktuellen Preis kann es viele Gründe geben. Ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt die fundamentalen Gründe sind, wie zum Beispiel die Nachricht, dass Russland für Gas, Rubel und Bitcoin akzeptieren möchte. Das ist sowieso ein bisschen aus dem Kontext gerissen, so wie ich das verstanden habe. Und auch, dass die Ukraine Bitcoin legalisieren möchte. Es gibt auch durchaus Zeiten, in denen der Kurs von Bitcoin sich gefühlt im freien Fall befindet, obwohl fundamental und politisch beziehungsweise newstechnisch wirklich super Nachrichten an das öffentliche Licht ringen. Nichtsdestotrotz, wie ihr sehen könnt, wir sind hier green all over the place und auch die Crypto Bubbles sehen super aus hier. Silica hat ein Metaverse as a Service angekündigt und das alleine hat ausgereicht, dass der Silica-Kurs praktisch senkrecht nach oben geschossen ist. Gleichzeitig gibt es auch gute Nachrichten aus der EU, nämlich dass dieser Proof-of-Work-Verbot de facto, wenn man ihn so nennen möchte, vom Tisch ist. Ja, der Dr. Stefan Berger, an dieser Stelle herzlichen Dank an den lieben Stefan, dass er, dass sein Mandat nicht gechallenged wurde, allerdings schon in ein paar Tagen, dass die nächste Abstimmung innerhalb der EU, dass vor allem Hardware-Wallets in Zukunft deutlich weniger anonym sein werden, ab 1.000 Dollar. Darüber werden wir später sprechen. Im Grunde genommen, was man aber nicht nur in Kryptowährungen, sondern auch allgemein in der Welt beobachtet, ist, dass aktuell so ein bisschen eine Umbruchsstimmung herrscht. Ich glaube, Ende 2017, Anfang 2018, als ich angefangen habe, diesen Kanal zu führen, habe ich vielleicht etwas zu früh davon gesprochen. Jetzt allerdings, glaube ich, sind die Gesichtspunkte ein paar andere. Und zwar ist es doch so, dass das SWIFT-Verfahren, dass die ewigen Leitzinserhöhungen, Senkungen, Gelddruckereien, dass das nicht mehr lange gut gehen kann, beziehungsweise dass eine Sache, die mir ein Lächeln aufs Gesicht treibt, ich kann wirklich, Leute, ihr müsst verstehen, ich bin von NATO-Truppen angeführt, von Bill Clinton bombardiert worden, das Kind, deshalb freut es mich, dass der Dollar immer schwächer wird und die Welt nicht mehr Lust hat, nach der Pfeife der USA, beziehungsweise nach dem US-Dollar zu tanzen. Gasgeschäfte mit Indien werden in Rubel getätigt, andere Ressourcen werden in der chinesischen Währung Yuan durchgeführt, was an sich wirklich, weiß ich jetzt nicht, ob das für uns langfristig gut oder schlecht ist, das zeigt die Wahrheit, das zeigt dann am Ende die Zeit, was das Beste sein wird, aber Fakt ist, dass die Leute aktuell von Währungen ein bisschen die Schnauze voll haben und in andere Assets rein wollen und dass da Bitcoin aktuell eine attraktive Alternative ist, davon kann nicht mehr gedruckt werden. Deshalb ist das, glaube ich, aus meiner Sicht auch einer von vielen verschiedenen Faktoren, der dazu beiträgt, dass wir die aktuelle Preisentwicklung sehen. Aber diese Meldung ist, soweit ich das verstanden habe, ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden, dass Russland Bitcoin akzeptieren wird für Gaslieferungen. Wäre auch ein bisschen absurd, wenn Staaten Gaslieferungen irgendwie im Milliardenbereich für, keine Ahnung, in Bitcoin bezahlen würden. Ich glaube eher, dass so wie er die Rede gemeint hat, eine Übersetzung, die ich gehört habe, lautet zumindest, dass sie, die US-Dollars nicht das Papier, auf dem sie gedruckt sind, wert sind und dass andere Formen von Währungen, Gold, Bitcoin etc. Eher angenommen werden würden als der US-Dollar. Also es war einfach nur eine rhetorische Redewendung, um einfach nur einen Punkt zu unterstreichen von dem russischen Politiker hier. Deshalb muss man da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Kann ich Fokus bekommen, Kamera bitte? Dankeschön, lass mich doch jetzt nicht hängen. Aber wie ihr sehen könnt, auch Elon Musk twittert, dass er nicht wirklich ein Fan ist von, dass die Leute einfach nur weg wollen von Dollar hin zu physischen Sachen. Und Ethereum hat ein größeres Transaktionsvolumen als Visa. Kann das sein? Wenn ja, dann ist das wirklich sehr krass. Und auch CZ, der gute CEO von Binance,
ist nach Rio gejettet, wahrscheinlich in seinem schönen Privatjet. Und dort wird Rio de Janeiro Bitcoin akzeptieren, um Steuerzahlungen zu akzeptieren. Was super wäre, wenn einer von euch irgendwann mal, zum Beispiel, wenn man irgendwann in der Situation ist, dass man broke as fuck ist und das Finanzamt klopft an die Tür, sagt, wo ist unser Geld? Und du dann deine Bitcoin-Reserven anzapfst. Zwar sollte das natürlich kein Geld sein, was man für solche Situationen nutzt, aber allein schon die Möglichkeit zu haben, wäre super, ohne das Bitcoin vorher zum Beispiel verkaufen zu müssen. Dafür allerdings hat der Bürgermeister von Rio de Janeiro, Deus Abençoa Brasil, hat er gesagt, Mensch, du musst aber dafür ein Binance-Büro in Rio eröffnen. CZ hat ihm so die Hand gegeben, so, okay, voilà, machen wir. Ansonsten, eine ganz große Veränderung, die ich in den letzten paar Jahren beobachtet habe, ist, dass plötzlich gefeiert wird, wenn Banken in das Kryptogeschäft reingehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir damals während der Zeit Ende 2017, Anfang 2018 so etwas überhaupt nicht gefeiert haben, wenn es passiert ist. Wir waren da so, nein, 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 nein. Kryptowährungen sind die Sache des Volkes von uns. Wir wollen mit euren ätzenden Bankergeschäften nichts zu tun haben. Jetzt plötzlich ist es so, dass man jede Form von Marktpenetration durch eine Bank als große Investmentspritze ansieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da aktuell ein bisschen geteilter Meinung bin, denn die Zentralisierung, vor allem auch das Kapital, die so ein Einstieg von einer Bank mit sich bringen würde, weiß nicht, ob das in unserem Interesse ist, wenn dann irgendwie so ein. Wenn wir dann mit unseren popeligen paar, keine Ahnung, jeder von uns hat vielleicht ein paar Tausend in Form von seinem Geld in den Kryptomarkt eingezahlt, da kommt so eine Bank daher mit ein paar 100 Milliarden, da ist das Machtverhältnis schon massivst verzerrt worden und man darf auch nicht vergessen, dass Bitcoin leider im Vergleich zu Aktien oder anderen Sachen so viel leichter manipulierbar ist, dass ich dem Ganzen wirklich kritisch gegenüberstehe. Ich glaube auch BlackRock war das oder war das vielleicht sogar Goldman Sachs. Die haben auf ihrer Website irgendwie als einen der allerersten Punkte Bitcoin und Metaverse eingebaut. Also das erste, was man sieht, wenn man auf diese Seite geht, ist tatsächlich etwas über Bitcoin bzw. Metaverse. Und mich würde auf jeden Fall da interessieren, was ihr darüber denkt. Freut ihr euch eher, wenn ihr seht, dass große finanzielle Global Player in Bitcoin mitmischen, beziehungsweise in Krypto mitmischen, oder ist es für euch eher ein Warnsignal? Auf jeden Fall wird es so sein, dass wir in Zukunft mehr Regularien sehen können? Ein Vorteil, der jetzt aktuell auf jeden Fall auf der Hand liegt durch Kryptowährungen, ist, dass wie einfach Transaktionen schnell durchgeführt werden können, dass man einfach nur auf einem USB-Stick seine Ersparnisse draufladen kann. 40% hat dieser junge Mann über die Grenze bringen können. Wo er sie versteckt hat, das möchte ich gar nicht erst wissen, wo er so werden buchstäblich Shitcoins tatsächlich erstellt, im Volksmund auch Prison Wallet genannt. Aber Fakt ist, dass ich glaube auch zum Reifeprozess von Kryptowährungen auch ein bisschen leider Regularien auch dazugehören, denn so sehr es auch wirklich der Vorteil ist, dass man seine eigene Bank ist, so sehr muss man auch sagen, ist es tatsächlich so, dass wenn wir im Finanzwilden Westen sind, dann kommen auch sehr viele Leute mit bösen Absichten daher und kommen damit auch davon. Ein kleines Beispiel ist jetzt eines von vielen, wäre da Lana Rhodes, die einfach nur 1,5 Millionen von ihrer Community bekommt und sich dann auf dem Staub macht, weil sie der Meinung ist, ihre Community sei zu toxisch, obwohl die ganze Community komplette Simps sind, die ihr hinterherhecheln. Deshalb muss man auch da, glaube ich, irgendwie langfristig einen gesunden Mittelweg finden. Hier zum Beispiel wieder aus den USA etwas Negatives über Kryptowährungen. Und es kann natürlich auch sein, dass die USA den Bitcoin als Konkurrenz zum US-Dollar sehen und deshalb sagen, okay, wir werden versuchen, den Bitcoin klein zu halten. Aber eine Aussage muss ich ganz ehrlich sagen, hier, die ich gesehen habe, die finde ich wirklich sehr passend. Und zwar wurde hier gesagt, dass sich manche White Papers lesen wie Infomercials. Und das ist wirklich so. Ich habe in den letzten paar Jahren Videos, Projekte, White Paper gelesen, die versprechen einem das Blaue vom Himmel, aber im Endeffekt, wie viel davon am Ende delivered wird, das ist eine ganz andere Frage. Deshalb, in mancherlei Hinsicht hätte ich da gar nicht so viel dagegen, dass mehr Regularien tatsächlich durchgesetzt werden. Und viele von euch, die jetzt zuschauen, sehen das kritisch.
dass einem da Privatsphäre entzogen wird, und ich bin auch ganz da auf eurer Seite. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn eine Institution in Kryptowährungen investieren möchte, dann sehen sie solche Formen von Regularien eher als ein Zeichen der Ernsthaftigkeit, der Reife des Marktes und sind eher bereit, in Bitcoin und Co. zu investieren. Deshalb, das Leben ist nicht schwarz und weiß, es sind Grautöne dazwischen. Wo wir dann im Endeffekt landen werden, ist natürlich eine Frage, die sich noch beantworten muss. Ich bin da auch ein bisschen zwischen den Stühlen, was da für uns das Beste ist. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich interessieren, was da eure Meinung ist. Denn unter allen Leuten, die kommentieren, verlose ich immer noch verzauberte Litecoin. Und ich fand es auch echt super hier, diesen Beitrag von El Cryptotavo. Da findet man tatsächlich relativ gute Chartanalysen, immer mit ganz vielen Indikatoren und Meinungen dazu. Und dann heute einfach nur tatsächlich, einfach nur hier dieses geschockte Emoji über den plötzlichen Preisanstieg, wenn denn jetzt tatsächlich bei dieser Live-Sendung, ja, Dankeschön, das Bild sich laden würde. Und wie gesagt, Ende der Woche, ich glaube am 30. diesen Monats, wird es innerhalb der EU-Politik eine Abstimmung über die Unhosted Wallets geben. Da hat der gut vernetzte Patrick Hansen zuerst darüber gepostet. Und soweit ich das verstanden habe, wird es dann darum gehen, dass zum Beispiel man kein Hardware Wallet benutzen darf, was komplett anonym ist. Ab einem, also ich glaube, jede Zahlung über 1000 US-Dollar muss dann irgendwie zu einem Namen passend praktisch identifizierbar und zuordnenbar sein. Was natürlich Geldwäsche, Steuerhinterziehung etc. Schwerer machen würde. In der Realität, glaube ich, werden die Leute einfach nur 999 Dollar jeweils aus ganz vielen verschiedenen Wallets zu einer Adresse schicken und da einfach nur sich ein Loophole schaffen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man Steuerhinterziehung unterbinden möchte, aber auf der anderen Seite, wenn man natürlich wie wir mit dieser dezentralen und anonymen Technologie aufgewachsen ist, dann ist das einfach ätzend, wenn einem diese Privatsphäre entzogen wird. Ich persönlich bin immer ein Freund davon, dass man selber darüber entscheidet, wie viel von seinen Daten man preisgibt, weil wer soll dir das sagen? Also, der hat jeder seine eigenen Präferenzen. Aber ich würde sagen, wir warten erstmal ab, was Ende der Woche passiert. Und dann sehen wir, schauen wir auch, ob sich das auf den Kryptomarkt auswirken wird. Ansonsten, was Helium angeht, beim nächsten Video sprechen wir ein wenig, glaube ich, über die Zukunft von Helium. Hier wurde vor kurzem ein interessantes Video gepostet. Who uses the Helium Network? Und da wurden ganz viel aus ganz vielen verschiedenen Branchen ganz viele verschiedene Unternehmen geteilt. Und dann werde ich mir dazu auch immer zu jedem einzelnen Unternehmen ein bisschen was anschauen und dann sprechen wir darüber. Ansonsten auch, worüber wir definitiv sprechen werden, ist die Entwicklung von den verschiedenen Miner-Herstellern und deren Rewards. Wie sich vor allen Dingen Controlino, nee, nicht Controlino, sondern Deeper geschlagen hat. Also wir sehen, dass Deeper immer weiter abnimmt, dass Midas unfassbar weit oben ist und heute, ich blende mal mein eigenes Video aus, heute irgendwie gar nicht auftaucht in dem Chart und tut mir leid, dass hier die Striche alle so dünn sind, aber wir wollen uns die letzten 30 Tage anschauen. Deshalb, das werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Video anschauen und im letzten Video, was ich hochgeladen habe, habe ich euch meine Empfehlungen gegeben zu den Krypto-YouTubern, die ich selber gucken würde. Da hat der Vlax mit seinem Kommentar gewonnen. Dankeschön für deinen Kommentar, lieber Vlax. Ich bin froh zu sehen, dass eure Kommentare durchgehen, denn YouTube ist da manchmal ein bisschen gemein und löscht irgendwie Kommentare. Leute, ich habe damit wirklich nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich sehe das aber auch auf den Krypto-Kanälen von anderen YouTubern passieren. Hoffe, dass sich die Sache mit der Zeit alleine regeln wird. Und jetzt werde ich nach diesem Video gleich dem Vlax seinen Gewinn schicken. Und ich hoffe, euch hat das Video unterhalten und ihr habt gleichzeitig dabei auch etwas gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen für den Algorithmus, aber auch natürlich für mein eigenes Ego, wenn ihr das Video liked, den Kanal abonniert mit Glocke, um keinen Stream und kein neues Video zu verpassen. Eure Fragen und Meinungen gerne in Form von Litecoin-Adressen in die Kommentare, um beim Gewinnspiel automatisch mitzumachen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis bald. Ciao.